Willkommen zurück bei Another Crab's Treasure. Treasure. Das ist richtig. Okay. Wir ziehen los ins Giftgebiet. Keine Ahnung. I don't know. Oh, okay. Wird auch einfach geladen. Okay. Schwammi, Schwammtaste. Viel kürzer als ich dachte. Okay. Ah, da. Was ist denn da? Ich hab's erst zu spät gesehen. Es war so versteckt. Na toll. Na gut. Ja, okay. Ach, du schon wieder. Na, sieh mal einer an. Ich dachte schon, du hättest den Sand zwischen den Löffeln abgegeben. Wie kommst du denn darauf? Ich bin ziemlich stark. Dein Selbstvertrauen gefällt mir, Partner. Und immerhin hast du es hierher geschafft. Aber die Konkurrenz kämpft mit immer härteren Bandagen. Der Hain war früher ein ziemlich entspanntes Dorf voller liebenswerter Landeier. So richtig meeresbodenständige Leute. Aber wer Zeitung liest, weiß längst, was hier passiert ist. Vor 10 oder 20 Fluten haben ein paar Dorfbewohner komplett am Rad gedreht. Sie hatten Schaum vom Mund und haben wirres Zeug gefaselt. Und ehe man sich's versah, haben diese wahnsinnigen Krebse alle abgeschlachtet. Wie furchtbar. Ach, alles halb so wild. So was passiert heutzutage doch ständig. Das macht es nur noch schlimmer. Ja, stimmt schon. Ist aber nicht ideal. Alles, was soll man machen? So geht es auf dem Land nun mal zu. Ich bin echt froh über meine gemütliche Apartment in Neukrebsing. Da geht's zivilisierter zu. Ich wollte nochmal mit dir reden. Gut, dass wir gerade erst eine hatten, aber es ist auch egal. Das war... Ich wollte mit ihm reden. Okay. Aber Schluss mit dem depprigen Rede. Der alte Einsiedler meinte doch, das erste Stück der Karte muss irgendwo hier in der Ruine zu finden sein. Worauf warten wir noch? Auf geht's! Also wir haben hier auf jeden Fall schon mal Gift. Anscheinend nicht zu wenig. Auch böse Gegner. Da ist ein Shortcut. Ja, dich kenne ich. Was passiert da gerade? Okay, Panzer kaputt. Nice. Wo ist meine Dose hier hinten? Mein Eimer-Echer? Mein Eimer-Echer, mhm. Mein Becher? Dankeschön. Senkblei. Ein schweres Bleigewicht, das Müll und Lebewesen gleichermäßig habe in den Meeresgrund ziehen kann. Angriffe stoßen Gegner leicht zu Boden. Oh, cool. 21 Attacke benötigt. Eine Riesenbananenschale. Die leider kleiner wird, wenn ich reingehe. Das ist ja langweilig. Oh, hi. Jetzt hat er mich genau im Flug erwischt. Ist denn da irgendwas? Das ist eine Truhe, aber die Frage ist, komme ich da? Antiker Ammonit. Eine Muschel Umami-Ladung erhöht. Oh cool, jetzt habe ich... Oh ja, geil, nice. Jetzt habe ich 4 Umami-Ladungen. Ja, aber den kann ich jetzt irgendwie so nicht besiegen. Also, ich gehe da mal lieber weg gerade. Aber ja, mehr Umami-Ladung ist perfekt. Super. Gehen wir in den Vollrausch. Oh Gott, ich bin besoffen. Hochvoller. Oh Gott, was habe ich getan? Eine riskante Technik, die den Angriffswert für kurze Zeit erhöht, deinen Ausdruckstrahl aber verschlechtert und deine Wahrnehmung beeinträchtigt. Okay. Darf ich das wechseln? Dankeschön. Das ist, Finger weg von den Drogen, Kinder. Hier ist halt überall... Also ich muss mal gucken, dass ich hier irgendwie es hinbekomme, ein bisschen die Übersicht hier zu behalten. Da ist ein neues... Da ist eine Eistüte. Aber bevor ich die Eistüte... Okay, scheint doch ganz gut Schaden zu machen. Da ist auch noch ein bisschen Überleitung.
Wäscheklammer bringt, glaube ich, 1000, wenn ich mich nicht täusche. Was kannst du? Versuch's doch. Aber das war jetzt nicht meine Absicht. Einfrieren. Okay. Gucken wir mal. Auf einmal ist es auch so. Die Musik ist anders. Seestern! Wieder plus 3 Vitalität. Könnte ich kriegen. Naja, ich hab dich schon gesehen. Vorsicht vor dem Schuss. Nein, kommt keiner. Kommt doch einer. Gehen wir mal ganz kurz nach oben in der Hoffnung, dass wir. Ich will nicht hier in die Falle fallen. In die Falle fallen. Ja, ich will nicht in die Falle fallen. Das war nicht. Ach, sowas hasse ich, ja. Genau dafür habe ich die Fähigkeit gekauft, witzigerweise. Also ernsthaft. 2500 Mikroplastik. I take this. So, jetzt können wir uns mal eben kurz unterhalten. Bogenschützen können nicht viel, weil die anscheinend nicht auf Nahkampf wechseln. Und dann tatsächlich einiges an Zeit benötigen, um tatsächlich zu schießen. Hier oben ist noch ein Kristall links von mir. Da ist noch eine Sehne. Da ist noch ein goldenes Item, was auch immer das bedeuten mag. Hier ist noch ein Bogenschütze zuerst. Was passiert, wenn ich dieses Einfrieren mache? Dann ist er langsamer. Okay, gut zu wissen. Nett. Nette Fähigkeit. 800 kriege ich von dem Typen? Was zum Teufel? Sterbe ich, wenn ich hier durchgehe? Oh Gott. Überall. They are everywhere. Da bin ich, glaube ich, zu weit weg von. Hier bin ich nicht zu weit weg. Wenn der mich jetzt hier drin abschießt, ne? Ich finde das ein bisschen dämlich, dass mir, wenn ich das nicht im Inventar habe, nochmal angezeigt wird. Aber ist okay. Und das hier ist jetzt das Sprungparadies, oder was? Ah, warte mal. Ich möchte gerne noch ein bisschen ein Stück weiter. Oh nein, das ist schlecht. Das war nicht nett. Oh, die Gott, das war knapp. Oh, schön. Das nehme ich natürlich gerne. Da ist noch einer. Ach du Scheiße. Plus 5 Attacke, minus 20 Def. Eine gefährliche Stücke Kugelfisch. Greifst du Gegner an, dann leidest du auch selbst Schaden. Was? Na, wie finde ich denn das? Anscheinend muss ich da lang. Das ist ein bisschen schwierig jetzt. Ah, nein, das war nicht meine Absicht. Das war meine Absicht. Okay. Die Musik, also Musik einfach nicht mehr fröhlich. Einfach, wir sind jetzt im Tode, dem Tode geweiht. Aha. Den hatten wir eben schon gesehen. Ja, dich habe ich auch gesehen. Wie ich zu dir komme, muss ich aber noch ein bisschen herausfinden. Shit, jetzt bin ich hier runtergesprungen. Aber halt, ich komme direkt wieder hoch. Ah, stopp. Im Reifen ist noch was.
Oh, sehr schön. Ja. 72, wir können sogar auch wieder zurück. Ich werde jetzt einfach noch ein bisschen mehr sammeln, weil jetzt gerade mich direkt zurück teleportieren bringt es ja nicht. Also bei der nächsten Gelegenheit gehe ich zurück. Stachelhaken, schön. Soweit ich über die Brücke gehe, ist vorbei mit Friede, Feuer, Eierkuchen, ne? Oh shit, ich weiß auch warum. Oh die Scheiße, ey. Eieiei, Karamba, ey. Hallo, ist gut. Stop it. Kann ich da eventuell? Ich darf. Aha, geil, ich darf nicht raus. Okay. Das Problem ist, ich darf den Ort hier halt nicht verlassen. Was ein bisschen schwierig ist. Kann ich mal irgendwie. Dankeschön. Ich sehe das jetzt gerade noch nicht. Okay. Witzigerweise kann ich. Ja, mein Panzer ist kaputt, habe ich mitbekommen. Dankeschön. Nein, das nicht. Das hier. Oh, cool, habe ich ein Coffee-Pad. Neuer Panzer, super, das freut mich. Ja, ich kann den nicht schaffen. Also, ich. Kann ich mich irgendwie heilen? Ja, klar, mach einfach noch ein paar mehr von euch kleinen Kackviechern hier. Ja, ich wollte die, das interessiert mich, aber eigentlich hat sie wenig. Ja, das meine ich. Also das war jetzt ein bisschen unverhofft, kommt oft oder was? Kränklicher Krustenflechte. Ja, jetzt gucken wir mal, ob das Ding direkt unter uns wieder unsere Seelen. Ja, sind sie. Sehr nett. Auch mit dem Kaffeepad. Was bringt mir das Kaffeepad denn? Ein Schluck warmes Getränk für die kurze Zeit Angriffsgeschwindigkeit erhöht. Das ist natürlich ganz praktisch. Ich habe jetzt gerade mich überhaupt nicht gegen den wehren können. Aber ich würde jetzt einfach mal gucken, ob das besser geht, wenn ich auch tatsächlich angreifen kann. Scheiße! Mach mal meinen Kaffee, Dinkel. Mach mir meinen Kaffee! Komm schon! Nein! Okay. Und finish! Das war eigentlich total simpel. Wenn ich nicht. Oh ja, hallo. Kumpel! Was? Ein Freund ist ein Fisch, der seinem Begleiter gerne hilft, sich zu verteidigen? Verstehe ich nicht. Verstehe ich wirklich nicht. Keine Ahnung, was das bedeutet. Aber das Kaffeepad war ganz nett gerade. Also das Kaffeepad, muss ich gestehen, ja. Ein bisschen Angriffskraft erhöhen und so. Ich muss mich ein bisschen reinfinden. Ich muss mich wirklich ein bisschen reinfinden hier. Der hier ist noch ein schönes Item. Wir haben einiges an Mikroplastik. Ich sehe dich. Naja. Einiges an Mikroplastik. Ich würde gerne mal wieder. Ach, scheiße, jetzt sind sie alle wieder da. Stimmt, weil ich gestorben bin.
Nicht in den Sumpfi fallen da. Falsche Tasse. Das war, ja, Sache, falsche Tasse. Okay, noch mehr Items. Noch mehr von euch. Oh, und da ist aber auch noch ein Bogenschütze auch noch dabei. Ich meine, ihr seid schnell tot, das ist schon mal ganz praktisch. Der Kaffeerausch zieht tatsächlich auf zwei ab. Nicht nett. Dankeschön. Jetzt bin ich hier auf Koffein. Eben sage ich noch, keiner macht den Drogen und jetzt gehe ich hier auf Koffein. So, anscheinend zu früh ausgewichen, okay. Au! 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 Stopp! Das meine ich mit, das Heilen ist langsam. Ich war gerade das Herz am Zerdrücken. Und es ist wirklich langsam, sich zu heilen. In dieser Richtung sind meine Sachen. Und die hätte ich sehr, sehr gerne wieder. Da sind sie schon. Dankeschön. Ja, erstmal safe meine Sachen. Wir machen mal einen auf Kurzschluss. Okay, alles entspannt. Das ist dieses Heilen, das dauert so ärgerlich lang. Ach, der wirft auch mit der Nadel. Das habe ich gar nicht. Elektrizität! Blitz dich! Blitzpieper. Sehr schön. Witzigerweise geben die Gegner mir teilweise auch Kristalle. Das finde ich ganz cool eigentlich. Ach, diese Fingerhüte, ne? Ich mag die Fingerhüte nicht. Ich würde jetzt gleich zurückgehen, um tatsächlich mal zu leveln. Da war der Paketpostbote. So, oder Post, wie auch immer. Gut, wir gehen einmal zurück zu unserer Basis. Ah ja, hier, okay. Komme ich auch von? Ja, hier von hier komme ich. Okay. Ach, das war dieser Run-Attacker, ne? Ja. Okay. Weil wir haben 9960 Stuff. Puh. Drei Level sind das, okay. Wie gesagt, das mit diesem Umami, ich gehe sich dann doch eher. Ich, ja. Yeah. 87. Lasst mich kurz einmal gucken. Ah, drei noch. Drei noch, dann kann ich gleich alle drei Fähigkeiten lernen. Also, dann hole ich mir jetzt, also wirklich, dann ne, hole ich mir jetzt noch drei irgendwo hierher. Ich weiß nicht, ob die. Ich wusste sogar, dass du kommst. Ich habe trotzdem. Ist rechts von mir gerade zufälligerweise ein Bogenschütz? Ich glaube schon, oder? Ich hab keinen. Oh, ich hab keinen Panzer. Kann ich dich mal eben kurz. Moment, bist du ein neuer Panzer? Du bist ein neuer Panzer. Was, hä? Nee, bist du nicht. Okay. Ich muss mich jetzt irgendwie orientieren, wohin ich eigentlich kann und muss. Gehen wir mal einfach hier lang. Und bringen uns fast selbst dabei um. Ja, hier sind meine letzten drei. Ja, mit aller Macht einfach ihn kurz wegtöten. Hier sind bestimmt drei drin, wenn nicht sogar fünf. Ich glaube, hier sind fünf drin. Vier? Sechs? Sieben? Oh Gott! Holy shit. Ja, Schnapsglas, gib mir das mal. Okay, wunderbar. Oh, ist wieder meine Eistüte. Ist auch nett.
Nein. Scheiße. Au. Au. Jo. Böser, böser Mann. Okay, ich versuch's so. Hä? Was ist das denn jetzt für ein Spiel? Ich kenn das Spiel nicht. Was war das denn? Erklärt's mir wenigstens vorher. Ach, ah, stopp. Das Spiel sagte mir mal, bei zu starken Gegnern würden die sich wehren. Das Spiel hat mir trotzdem keiner erklärt. Oh ja, davon habe ich lange keins mehr gehabt. Dankeschön. Ja, gib mir das mal. Keine Ahnung, wo ich hier bin. Ach, ich bin beim Boss. Okay, ja gut. Dann geht's da auch weiter. Tatsächlich. Also hier geht's auf jeden Fall weiter. Oh, über mir ist ein... Okay, wer bist du? Ich hab das... hau ab, lass mich in Ruhe. Wenn du mit mir redest, ist kein Busch mehr. Fische können nicht reden. Du kannst mit Tarnung auflösen. Ist schon okay. Tut mir leid. Weil ich will hier gerade nicht in der Schusslinie von... nicht in der Schusslinie stehen. Nehmen wir ein bisschen Yakult. Entschuldigung. Yokult. Und, krabben wir hier ein bisschen lang. Hä? Achso, ich dachte jetzt irgendwie, ich hätte... Okay. Also ich muss gestehen, das ist kein einfaches Souls-Spiel. Es könnte natürlich daran liegen, dass man andere Sachen gewohnt ist oder nicht. Aber man muss hier auf jeden Fall schon mit dem Panzer arbeiten. Cool, das ist so ein Apfelkitchen raus Ding, Dingensbummens. Witzig. Ich würde kurz einmal das hier hinten aktivieren wollen. Mann, was für ein Chaos, oder? Ach, du schlägst echt gut, Kumpel. Bald hast du es geschafft. Wo weißt du das? Hab ich so ein Gefühl. Der Sieg ist zum Greifen nah. Dauert nicht mehr lange, bis wir dem legendären Schatz einen Schritt näher sind. Klar. Ja, was ich aber als erstes tun werde bei dieser bedrohlichen Musik, ist tatsächlich mich wegteleportieren. Levelaufstieg könnte ich auch. Genau, wir wollen kurz drei Fähigkeiten lernen. Großzügig wie immer gewährt die Mondschnecke ihrem Schüler weitere Kräfte. Ja, wir hätten gerne den Hammerschlag. Attackierst du eine Muschel mit einem aufgeladenen Angriff, bleibt sie auf einer Gabel stecken und verwandelt diesen mächtigen Hammer. Ja. Was ist das hier? Der Einsiedlerkrebs ist mit seiner improvisierten Waffe nicht länger zufrieden. Er sehnt sich nach einem stärkeren Werkzeug, um seine Feinde zu zermalmen, bevor er selbst zermalmt wird. Und er hat schnell bemerkt, dass Angriff die beste Verteidigung ist. So, dann ist das hier das, was ich gerne noch haben würde. Im Laufe der Zeit ging in den Wellen vieles verloren. Manches fiel der Gier vernunftbegabter Kreaturen zum Opfer. Anderes dem Kreislauf der Natur und dem unaufhaltbaren Zahn der Zeit. Kann zurückerlangt werden, was verloren ist? Und wäre es überhaupt das Beste für die Welt, ließen sich die Zeiger der Uhr zurückdrehen? Der Einsiedlerkrebs findet, man sollte es wenigstens versuchen. So. Und das war's. Fuck. Wollte ich das überhaupt? Weiß ich nicht. Ja, ich, nee, das wollte ich gar nicht. Schade. Ja, ich habe gerade 20 verschwendet. Ist so. Ja, ärgerlich. Ich habe gerade 20 verschwendet. Es ist, wie es ist. Hätte ich lieber hier rein investiert oder sonst irgendwas, aber habe ich gerade, ich weiß nicht warum, ich habe gerade, egal, ist so, Punkt, fertig, aus. Selbstreparatur, ne, ich kann jetzt quasi ein bisschen was zurückerlangen, das ist wie bei Bloodborne mehr oder weniger, okay, und der Hammerschlag, ich kann jetzt Sachen aufspießen und kann das als Hammer benutzen, kann ich kein eigenen Panzer dann mehr tragen.
Wenn du Gegner damit triffst, eine Menge Schaden und bringst dich schneller aus dem Gleichgewicht. Allerdings hast du Harnzerhaltbarkeit. Okay. Das müsste ich dann nochmal tatsächlich ausprobieren. Ob ich dabei tatsächlich auch gar nichts tragen kann. Ob ich dadurch tatsächlich, weil jetzt gerade habe ich ja einen Jokult, ein Joghurtbecher kann ich jetzt, wo ist hier irgendwo mal, nein. Bevor ich hier weitergehe, würde ich einmal gerne noch hier drüben gucken. Von hier komme ich, ne? Ja, von hier komme ich. Was hier noch so ist. Ob hier noch was ist. Ja, seht ihr. Hier ist noch ein bisschen Apfel. Hallo? Bin ich jetzt gerade, weil das ein Dead End ist, oder bin ich hier einfach so runtergerutscht? Ich bin einfach so runtergerutscht. Da unten waren wir schon. Tatsächlich. Ja, hier war der Boss. Okay. Jetzt willst du schon wieder mit mir reden, oder was? Früher haben die hier intensiv mit Neukrebs Handel betrieben. Hat der Wirtschaft gar nicht gut getan, dass das Dorf verplört wurde. Verplört? Was soll das denn heißen? Oh, naja, du weißt schon, als bei ihnen die Sicherungen durchgebrannt sind und sie ihre Nachbarn abgemurkst haben. Keine Ahnung, wer sich den Begriff ausgedacht hat. Wahrscheinlich irgendein Wissenschaftsfuzzi aus der Oberschichtbau. Bedeutet im Großen und Ganzen einfach ins totale Chaos gestürzt. Mach dir keinen Kopf. Es kommt nur darauf an, ganz genau zu recherchieren, bevor man in Importe aus dem Ausland investiert. Gut. Rechts oder links? Wir fangen mit links an. Ihr Arschgeigen. Ja, komm du auch her. Ich habe keinen Bock, von einem Pfeil getroffen zu werden. Oh ja, das nehme ich. Warte mal. Wenn die lila leuchten, heißt das, die geben mir so ein Kristall? Oh, warte mal. Warte mal. Oh, ist das so? Oh, das wäre ja geil. Wenn ich das jetzt herausgefunden hätte. Das jedes Mal, wenn ich sie zum ersten Mal töte, mehr oder weniger kriege ich dann vielleicht. So, lass mich mal ganz kurz ausprobieren. Das hat jetzt nicht so gut funktioniert. Okay. Eine Haarklammer, schön. Toll! Ist da echt beschissen. So. Okay, ich kann Hammer und Schild haben. Okay, Hammer und Schild auch gut. Das ist gut zu wissen, weil, genau. Okay, ich kann Hammer und Schild haben. Ach du Scheiße. Sterbe ich eigentlich instant, wenn ich hier reinfalle? Oder? Nein, tue ich nicht. Aber es ist schon scheiße. Ich würde jetzt gerne mal jemanden mit einem Hammer verprügeln. Aber Moment, zieht das jetzt Panzerschaden von meinem Yakult oder von meiner Dose ab, wenn ich treffe? Anscheinend wahrscheinlich von meinem Yakult. Weil von meine Dose hat nämlich keinen... Oh, ach geil, ich habe das gerade sogar... Oh, die Fähigkeit ist echt gut mit dem Panzerschaden wiederherstellen. Aua, das war nicht so gut. Also okay, der Punkt ist, ich sehe natürlich nicht, wie viel Dingens mein Yakult noch hat. Das ist natürlich ein bisschen ärgerlich. Ah, diesmal habe ich getroffen. Ah, es leuchtet leider schon, mein Yakult. Oder? Ja, es leuchtet schon. Yakult, bringst du eine? Hammer ihn!
finde es gut. Finde ich gut. Jetzt ist mein Yakult auch kaputt. Jetzt habe ich nicht darauf geachtet, ob der rote Augen hatte. Weil ich immer noch meine Theorie bestätigen möchte, dass ich von Rotaugenleuten tatsächlich... Oh, hallo. Bitte. Wetten zurück funktioniert nicht. Oh, doch. Ich bin ja hellauf begeistert von mir selbst. Kann mir ja gleich mal jemand auf die Schulter klopfen. So, genau, da ist noch mehr. Meine Dose kann ich trotzdem auswechseln. Plump. Ach stimmt, ich kann jetzt... Ah gut, die schon... Ich kann aber anscheinend nicht alles als Hammer benutzen. Das geht. Weil eben dieses Glas ist tatsächlich kaputt gegangen, was ich eben hatte. Bin ich hier nicht eben lang gegangen? Ich bin hier sogar drüber gesprungen, ich Schlauberger. Ach, du bist es. Ja, dem muss ich mich noch reparieren. Ja, hast du verdient. Du hast nämlich hier auf mich geschossen, als ich hier rübergegangen bin. Also diese Hammerfähigkeit, ich weiß, schlechter Wortwitz, ist aber schon echt Hammer. Sorry. Sorry. So, Klemmklau. Oh, da links ist was ganz, ganz Wertvolles. Aber bestimmt ist das auch eine Falle. Was bist du? Eine Eierschale? Ja. Dieses Einmauern gefällt mir nicht. Irgendwie funktioniert das bei mir nicht. Eine andere Krabbe. Die Größe einer Krabbe kennt weder Unter- noch Obergrenze. Bringt dich nach dem Tod zurück ins Leben auf Kosten dieses blinden Passagiers. Wait, Entschuldigung. Die große Krabbe kann keine Obergrenze. Bringt dich nach dem Tod zurück ins Leben. Ach so, das heißt, ich ziehe das Ding an und wenn ich sterbe, dann sterbe ich nicht. Aber dafür geht das Ding zu Bruch. Okay. A la Sekiro, ich habe eine zweite Chance, den Boss doch noch zu töten. Oh ja, geil, ey. Ich hau euch alle in die Fresse. Ich weiß nicht genau, ob... du bist... Gehst mir jetzt schon auf den Sack. Gehst mir jetzt schon auf den Sack. Da waren wir schon. Aber tatsächlich, an einer Stelle waren wir noch nicht. Aber du gehst mir... Ah, nein. Du gehst mir hardcore auf den Sack. Komm her. Ich mag das mit dem Hammer total. Ernsthaft, ich finde das richtig angenehm. Ja, ich schlage langsamer zu. Voll und ganz, ich schlage langsamer zu. Obwohl die Frage ist, was passiert, wenn ich tatsächlich ein Kaffeepad auf dem Rücken habe oder so. I don't know. Ich würde auch gleich gerne den Part beenden. Ich würde nur gerne ungern den Part hier mitten im Nirgendwo beenden. Und natürlich kommt da eine Krabbe, die stärker ist und ich habe nichts zum... Okay. Ja, der hat auch einen Hammer, wa? Oh, okay. Okay. Nee, jetzt habe ich ein Problem. Kann ich kurz aufhören anzugehen? Da hinten ist nämlich irgendwo bestimmt ein neues teurer Panzer, den ich unbedingt haben will. Dankeschön. Vollrauschen, genau. Das ist eine super Idee. Au. Gib mir meinen. Okay. Komm. Ausweichen. Shit. Yo, Junge. Habt. Komm, bring's hin. Dankeschön. Gib mir das Ding. Oh ja. Gib mir eine Herzangschrot. Puh. Okay. Puh. We did it. Somehow. Gib mir noch einen Panzer. Da hinten ist ein Umami-Kern. Hier ist ein Joghurt. Joghurt. Kann ich das Ding eigentlich auch als Hammer benutzen? Wahrscheinlich, oder? Ja, okay. Sehr schön. Ah, perfekt. Hier ist auch... Ach, Gott sei Dank. Gott sei Dank.
Der schießt schon einer auf mich, deswegen gehe ich hier einfach mal ganz entspannt rein. Ich habe gerade ein bisschen hart aufs Fressbrett bekommen. Oh, das ist geschafft, mein Treu. Was soll das denn heißen? Deine Knie sehen auch nicht gerade belastbar aus. Wie bitte? Ich zerquetsch dir gleich den Panzer, du Kleiner. Ich meine, na klar, meine Knie geht es besser denn je. Ich wollte den Hain schon immer mal besuchen. Hier finden sich historische Artefakte, mein Treu. Auch wenn ich mir bessere Umstände gewünscht hätte. Ich würde gerne auch wissen, was der auf Englisch sagt. Weil wer zum Teufel hat mein Treu übersetzt? Aber besser später als nie. So kann man das natürlich aussehen. Ja, Bescheid, falls du Interesse an einer kleinen Geschichtsstunde hast, Jungchen. Naja, eigentlich jetzt gerade so gar nicht. Wir machen hier nämlich jetzt einen wunderschönen Cut. Und dann sehen wir uns hier wieder. Bis dahin, für das Video ist euer Hedi.